Morgens 6:30 im fränkischen Schwarzenbruck. Frische Morgenluft begleitet Heinz Trompeter bei seinem alltäglichen Walk durch den Wald. Ein organisierter Tagesablauf ist wichtig für den über 70-jährigen ehemaligen Unternehmer. Denn jeder Tag ist für ihn ein Tag voller neuer Herausforderungen. Seit vielen Jahren leitet Heinz Trompeter einen Missionsdienst, um Menschen in Lebenskrisen zu helfen. Denn er kennt dieses Gefühl selbst sehr genau. Es ist ja ganz interessant, wie Gott Menschenleben führt. Ich war 18 Jahre meines Lebens in Depression, habe einen Selbstmordversuch hinter mir und die letzten 7 Monate meines alten Lebens nicht mehr gegessen. Also ich war auf dem Weg in den Tod. Und dann kamen Menschen zu mir, die gesagt haben, du brauchst Jesus. Und ich wusste jetzt gar nicht, wie das geht und wie man das macht. Und sie haben mir geholfen. Und in der Nacht vom 17. auf 18. Juli oder 16. auf 17. Juli 1985 habe ich zu Gott geschrien, Herr, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Wenn du kommst und mich heilst, dann verspreche ich dir, du kannst mit mir machen, was du willst. Am anderen Tag kam Gott in mein Leben und heilte mich während einer Autofahrt. Wurde frei von Depression. Und dann erinnerte er mich daran, du hast mir was versprochen. Ich darf mit dir machen, was ich will. Ich möchte, dass du Menschen dienst, die mit dem zu tun haben, wo du drunter gelitten hast. Im Keller seines Hauses gibt es unzählige Datenträger. Zahlreiche Predigten, Seminare und andere Publikationen finden sich hier. Und auch seine Waldsee-CD, mit deren Hilfe er die Vaterliebe Gottes an Menschen weitergeben möchte. Veröffentlicht in 20 Sprachen. Verschickt wird rund um die Uhr, in die ganze Welt. Ja, dieser Missionsdienst, den wir jetzt dadurch aufgebaut haben, dient also Menschen mit CDs, die in Depressionen sind, in Lebenskrisen sind, in Burnout sind, in Ängsten sind, in Panikattacken sind und in Zwängen sind, was auch immer das ist. Sie bekommen von uns CD-Material, das ihnen helfen soll, Gott mit in ihr Leben einzubinden und bei ihm ihre Hilfe zu suchen. Dieser Missionsdienst hat inzwischen viele, viele Menschen erreicht, weltweit, kann ich sagen. Und wir liefern diese CDs kostenlos, sind aber auf Spenden angewiesen, um diesen Dienst finanzieren zu können. Im Keller lagern 35.000 CDs, die darauf warten, dass sie von Menschen gehört werden. Wenn Heinz Trompeter gerade keine Publikationen verschickt, produziert er neue oder bereitet seine Predigten vor. Aber zu Sprechzeiten hat er immer ein offenes Ohr für Seelsorgebedürftige, sei es im persönlichen Gespräch oder am Telefon. Vor einiger Zeit wurden daher parallel zu der Arbeit im Missionsdienst die Heinz Trompeter Seminare ins Leben gerufen, weil die Nachfrage nach kompetenter Hilfe stetig gewachsen ist. Deswegen heißt dieser Missionsdienst Missionsdienst, weil wir eine Mission haben, eine Berufung haben, eben von Jesus zu erzählen. Menschen Mut zu machen, ihre Hilfe bei Jesus zu suchen und zu finden. Ich habe oft in meinen Telefonaten Menschen dabei, die Lebensübergabe machen, die das noch gar nicht gekannt haben, noch gar nicht gewusst haben, dass es so etwas gibt. Und denen dienen wir, auch mit Andachten, auch mit einer App, wo sie täglich Andachten hören können, auch mit Predigten, auch mit Gottesdiensten. Hier in diesem Raum werden jeden Sonntag Gottesdienste durchgeführt. Wir stehen auch zur Verfügung für Gebete, wenn Menschen Gebet brauchen, beten wir hier im Gottesdienst für sie. Ich erlebe natürlich auch immer wieder, dass Menschen mich anrufen und sagen, kann ich Hilfe bekommen? Und die CDs sind gut, aber sie reichen mir nicht. Ich bräuchte eigentlich eine Begleitung, eine persönliche Begleitung. Diesen Menschen biete ich meine Seminare an. Und diese Seminare findet man auf der Internetseite heinz-trompeter-seminare.de. Und da begleite ich sie 8 Wochen lang, um sie aus dieser Krise herauszuführen. Aber diese Seminare sind kostenpflichtig, die sind nicht kostenfrei. Und es ist nicht der Missionsdienst, sondern das ist eine eigene Firma von mir. Das muss unterschieden werden. Ein Schwerpunkt im Missionsdienst ist die Fernseharbeit.
Seit mehr als 2 Jahren ist Heinz Trompeter täglich im Fernsehen mit einer 5-Minuten-Tagesandacht auf ein Wort und einer wöchentlichen halbstündigen TV-Sendung zu erleben. Für Letztere inspirierte ihn sein heimischer Kamin, der auch zum Namensträger seines Sendeformates Kamingedanken wurde. Einmal im Monat fährt Heinz deswegen nach Iphofen ins DCF-Studio, um eine Reihe neuer Folgen aufzuzeichnen. Diese Kamingedanken sind Predigten, die eben genau das gleiche Ziel verfolgen, Menschen zu ermutigen, ihre Hilfe bei Gott zu suchen. Es geben aber auch noch andere Fernsehformate. Diese Kamingedanken laufen zum Beispiel bei Anixe und Rhein-Main-TV oder Offener Kanal Magdeburg. Aber es geben auch andere Fernsehformate wie Auf ein Wort, Wort für den Tag, Auf den Punkt, 5 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute Andachten, je nachdem, wie viel Zeit der Anhörer oder Zuschauer sich nimmt. Immer wieder erleben das Ehepaar Heinz und Ruth Trompeter das Eingreifen Gottes und sehen, wie Menschen aus ihrer Not befreit oder geheilt werden. Das führte die beiden mit ihren Seminaren über Ermutigung bereits in viele Länder. In ihrer Hausgemeinschaft zu Hause, die sie als evangelische Freikirche leiten, erfahren sie Gottes Wirken regelmäßig ganz praktisch. Natürlich kommen dadurch immer wieder ganz unterschiedliche Menschen auf uns zu. Menschen, die schon im Glauben stehen, die meisten stehen im Glauben, aber auch Menschen, die mit Gott noch gar nicht in Verbindung gekommen sind. Und so erleben wir immer wieder, dass Gott Wunder tut. Ja, zum Beispiel haben wir erlebt, dass eine Familie auf uns zukam, wo der Mann mit Gehirntumor bereits in der Palliativstation lag und man ihm sagte, 2017 wird er Weihnachten nicht erleben. Und wir haben angefangen, für ihn zu beten. Und wir wissen heute, er ist wieder zu Hause. Er wird auch nicht mehr von einem Palliativteam begleitet. Er ist auf dem Weg, gesund zu werden. Jesus hat doch gesagt, heilt die Kranken. Deswegen haben wir diesen Auftrag sehr ernst genommen, ihn wörtlich buchstabiert. Wir haben sehr viel mit krebskranken Menschen zu tun. Und ich habe eine CD speziell für Sie erstellt, wo es heißt, den Krebs überwinden. Was kann ich tun, wenn ich Krebs habe? Wie kann ich im Glauben stehen, um hier Heilung zu empfangen? Heinz Trompeter ist sehr naturverbunden. Mit seiner Frau Ruth genießt er die stille Zeit zu zweit und natürlich mit Gott. Oder auch einen entspannten Spaziergang im Wald. Verleiht ihm dieser doch immer wieder Inspiration für neue Predigtinhalte. Und jene werden auch reichlich benötigt. Gibt es doch neben den TV-Andachten auch Predigten im Radio oder als Podcast kostenfrei auf Abruf. Und für den mobilen Nutzer auf dem Smartphone natürlich auch eine App.